Jo Leute, was geht ab am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht es am Titel, im heutigen Video lesen wir nochmal eure Geheimnisse vor, Freunde. Inzwischen sind wir schon bei der dritten Folge, heute wieder zusammen mit Denergy, was geht ab? Ich will mein Geheimnis sagen und zwar ist das, dass ich mit Alina Schluss gemacht habe. Ich habe Schluss gemacht und ich möchte sie nicht mehr haben. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wie immer, lasst ja gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Wir starten direkt rein fürs heutige Video. Ihr habt mir auf Instagram wieder, Junge, da sind wieder Sachen dabei, Bruder. Ich muss komplett Lukas, warum hast du das jetzt so ignoriert? Ich hab's rausgeschnitten. Jetzt als Maul, Digga! Wir fangen jetzt an, Freunde. Im Hintergrund seht ihr wieder ein richtig freshes Fortnite-Gameplay, in dem ich die ganze Zeit nur gestorben bin, aber ein paar Kills gemacht habe, deswegen egal. Wir starten rein und der Gast hält seine Fresse. Ich mache jetzt einfach mal die erste, okay? Ja. Bitte nicht meinen Namen nennen. Yo, von Johnny! Ja, Mann, von Johnny. Nein, Spaß. Also mein Geheimnis, ich habe in der 6. Klasse alle Mädchen aus meiner Klasse in Unterwäsche gesehen, da wir ein Sportturnier hatten und ich in unserem Klassensaal noch meine Bücher hatte. Allerdings müssten die Mädels sich dort auch umziehen und wollten nicht mehr warten. Sie haben gesagt, ich soll mich nicht umdrehen. Ich habe es trotzdem gemacht. Niemand hat es gemerkt. Mashallah, Bruder. Alter. Der Johnny ist ein Macher. Ich sag's dir. Ey, das war bei mir einmal genauso. Und zwar, ich war voll verliebt in ein Mädchen im Schwimmbad. Ich habe gesehen, wie sie sich umgezogen hat. Ich lag oben auf dem Berg und habe dann runtergeguckt und ich habe es gesehen und ich bin nicht stolz drauf. Ich habe hingeguckt. Alter, ich fand's hast schön. Du wirklich dich einfach geoutet? Ja, warum? Ist doch nicht schlimm. Wow. Junge, wenn da das Mädchen ist, was du liebst und die hat sich umgezogen. Okay. Ihre Mama hat zwar das Handtuch gehalten, aber. Wir wollen nicht über deine Gefühle reden, Lukas. Ist okay. Okay, ich rede nicht drüber. Da war ich, keine Ahnung, da war ich 5 oder so. Egal, ich wir machen weiter. M14 beichte. Dass ich, als mein Kumpel Fortnite gespielt hat, in seine teure Moncler-Jacke gejut habe. Okay, ja. Er hatte dir danach noch 2 Wochen an, bis er es bemerkt hat. Warum jojot er überhaupt in die Jacke von seinem Freund, Junge? Während der Fortnite spielt. Digga. Dann merkt man wieder, was für Zuschauer du hast. Meine gucken sich ihre Mädchen an in der Klasse. Und bei dir, Digga. Oder bei mir drehen die ganz durch, weil das sind deine Leute. Bei mir geben die keine Fax. Okay, ich mach weiter mit dem nächsten, Freunde. Und zwar, Freunde, mein Geheimnis ist, dass ich mein erstes Mal mit meinem Bruder hatte, als ich auf einem Geburtstag war. Schon etwas angetrunken. Er hat die Situation dann ausgenutzt. Auf einer anderen Party, Schuleabschluss, hatte ich dann was mit meinem Cousin. Wir beide waren gut alkoholisiert, habe es dann am nächsten Morgen auf Videos gesehen. Warum sind die so? Jungs, wir sind angekommen im Saarland. Leute. Also ich will Digga, was ist das? Das ist nicht cool, Mann. Ey, ganz kurz, sag nur den Vornamen Larissa. Ich weiß nicht, es ist nicht normal. Rede vielleicht mal mit deinen Eltern oder keine Ahnung was. Erst recht Bruder und Cousin. Bruder, Sweet Home Alabama, aber auf ganz anderen Alter, Level. Alter, okay. Ich mach mal den nächsten, okay? Ja, bitte, Alter. Oh, was geht hier schon wieder? Ich, männlich 15, beichte, dass ich Alina weggeflext habe. Ach, guck mal. Brudi, willkommen im Team. Schreib mir privat nochmal. Ach, halt's mal. Willkommen im Team, ne? Hast du den ausgedacht? Nee, das stand wirklich hier so. Wer hat's geschrieben? Sag einen Namen. Ich habe nur Dings gescreenshottet, nicht, dass ich einen Namen sage. Sag den Namen. Ich weiß nicht mehr. Ehrenbruder Kodex. Mein Geheimnis, M16, also er ist männlich und 16, dass mich meine Schwester 2-mal duschen musste, weil ich so besoffen war und ich mich 2-mal eingeschissen habe. Digga, Junge, was habe ich für Zuschauer, Bro. Bruder? Warum haben sich alle immer eingeschissen und so? Weißt du, ich kenne das ja. Deine Freundin, also Michelle, duscht mich auch öfters, aber ich habe mich da nicht eingeschissen. So. Guck mal, das Ding ist, mein nächster ist auch überkacken. Okay, auch raus. Ich musste mal in der 5. Klasse übel hart kacken, aber die Toiletten waren unnormal dreckig. Also habe ich mich nur so drüben gehockt und die Wurst ist direkt in meine Unterhose geplumpst. Oh, was? Habe die Wurst dann in die Unterhose gewickelt und die einfach auf der Toilette liegen lassen. Später kam der Direktor von Klasse zu Klasse, um zu fragen, wer das war. Digga. Alter. Wenn man so kackt, wie rutscht dann die Kacke da vorne in die Hose? Digga, das macht doch gar keinen Sinn. Oh, shit. Ich habe aber auch mal Socken weggeworfen, weil sie so krass stanken. Warum haben die denn gestunken? Keine Ahnung, die haben einfach richtig gestunken. Aber du hast nicht so über die reingekackt oder so. Habe ich nicht gesagt. Ich mach den nächsten, Mann. Das ist so schlecht. So, Namen bitte nicht sagen. Wir nennen ihn einfach nur S. Er weiß, wer gemeint ist. Ich, also mein Geheimnis, männlich 14, dass ich in einen Wald gekackt habe und erst zu Hause abgewischt. Danke, Digga. Hä? Was ist das denn? Und dahinter Namen bitte nicht sagen. Die kacken alle. Was ist los mit euch? Warum kackt ihr alle irgendwo hin, Junge? Was soll das? Oh, Bruder. Okay, weiter geht's. Ich bin 13 Jahre alt und mag, seit ich 9 bin, Windeln. Ich habe 2 Windeln pro Monat. Ich mache AA und Pipi rein. Okay, Mann. Super Story, Bro. Nice. Jedem sein Fetisch, Digga. Nice Kork. Nice Kork, okay, Mann. Ich mach weiter.
Mein Geheimnis, dass ich mich mal mit 6 oder so beim Scheißen mit meinem Bruder gestritten habe und dann mich auf seinen Pullover gesetzt habe. Er hatte ihn nicht an. Der Pulli lag aber auf der Badewannenablage, also ohne, dass er abgewischt hat. Und jetzt gehört der Pullover mir, weil ihm der zu klein ist. What the fuck? Junge Danny, also irgendwas machst du falsch, Digga. Wenn du deinen Bruder verarscht, solltest du den Pullover danach nicht selber haben. Also Ja gut. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja, reden wir am besten einfach nicht drüber und mach bitte einfach weiter. Okay, ich, M16, beichte, dass ich mal in Griechenland im Hotel am Eingang in der Nacht aus Versehen einen Fernseher kaputt gemacht habe und bin schnell weggelaufen. Als die Mitarbeiter kamen, haben sie einen Mann gesehen, der gerade aus dem Zimmer kam und haben ihn verdächtigt und nachher auch aus dem Hotel rausgeschmissen. Yo! Ey, das kannst du doch nicht bringen. Junge. Der Arme ist gerade so aus seinem chilligen Griechenland-Urlaub. Geht raus, denkt sich, jetzt noch ein Midnight-Snack. Geht runter und wird rausgeschmissen. Das Ding ist, er hat den auch so verfolgt und so hinterhergeguckt. So. Oh, Junge, ich muss los. Mein Geheimnis, weiblich 15, dass ich meine Direktorin als beleidigt habe und geflogen bin. Ich will anonym bleiben. Besser ist es aber auch. Junge, was geht ab? Leute, es wird hier richtig kriminell, Alter. Wir brauchen Hilfe. Real Talk. Ich habe einen kurzen, schnellen. Zack. Ja? Ich habe Angst vor Inder. Ja, wer hat da nicht geschrieben, mein Freund? Mein Freund. Ich verstehe das nicht. Will, du magst keine Indie. Hör auf, dann schaltet der mein Video ab, Junge. Was soll das? Okay, ich mach weiter. Und zwar mein Geheimnis, er ist männlich und 15, dass ich in der 4. Klasse auf dem Weg zum Ausflug richtig hart kacken musste. Die Busfahrt ging aber noch so 40 Minuten. Oh, das ist Krise dann. Ich habe jede 20 Sekunden gefurzt und im Bus hat's übelst krank nach Kacken gestunken. Boah, das kenne ich, Alter. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, mich zu beschuldigen. Als ich nach Hause kam, hat meine Mutter die Wäsche genommen und mich angesprochen, warum da ein richtig fetter Fleck voll mit Kack an meiner Unterhose war. Oh mein Gott, Junge. Der Arme, Alter, der wollte nur furzen, aber da kam was mit. Aber hatte ich auch schon, muss ich ehrlich mal sagen. Ja, ich hatte das auch mal im Bus, Digga, habe ich da so viel rausgehauen. Die Leute haben sich immer gefragt, wer das war. Ich war es immer. Okay, Mann. By the way, Freunde, wichtig, nicht wundern, warum ich rote Augen habe. Wir haben gerade versucht, nicht zu lachen. Wir haben einen richtig dicken Bubatz. Nein, haben wir nicht. Aber wer die Folge nicht lachen gesehen hat, ich bin komplett, Bruder. Es war vorbei, das war die Chili-Folge. Deswegen nicht wundern. Egal, let's go. Ich, männlich 14, beichte, dass ich in der 1. Klasse meine Lehrerin mit einem Stuhl abgeschmissen habe, weil die mein Essen vom Tisch genommen hat. Leichte Aggressionsprobleme, würde ich sagen. Bruder, die holt so, hey, das Essen kannst du jetzt nicht essen. Was macht der? Okay, Freunde, einen letzten habe ich noch. Und zwar, ich heiße HD Beichten. Bruder, what the fuck? Hat er sich einen Account nur gemacht für das Video? Ich beichte, dass ich mal im Kühlschrank eine Wurst angegessen habe und sagte, es wäre unser Hund gewesen. Schnell bemerkte ich, wie blöd die Ausrede war, denn ein Hund kann den Kühlschrank gar nicht aufmachen. Ich verbrachte den Abend ohne Essen im Zimmer. Junge. Das ist schade, Digga. Huch. Okay, komm, warte, bevor wir jetzt beenden, einen habe ich noch, okay? Okay. Ich, männlich, 14, beichte, dass ich mein erstes Mal mit 3 oder 4 Jahren mit einem Jungen im Kindergarten hatte. Wir wussten nicht, was wir tun. Nein. Aber ey, Real Talk. Mein erstes Mal hatte ich auch mit 6. Guck mal, keiner wird es mir glauben. Niemand wird es mir glauben, aber was? Im Kindergarten, ich habe gehört, was das halt ist. Und hab's mit meiner besten Freundin ausprobiert. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, Digga, weil mein Schniefi so war. Junge, wie... Junge, was? Ich war ein kleines Kind. Wie kannst du mit 6 überhaupt denken? Ja. Okay, hast du mit 6? Denkst du mit 6 so? Ich hab das jetzt neu kennengelernt. Ich glaube, ich möchte das mit einem Girl ausprobieren. Hey, du! Ja, ja, es war wirklich so. Wir haben uns auch aus Spaß dann ausprobiert. Ich nenne auch gar keine Namen und gar nichts, aber es war so. Glaub mir oder glaub mir nichts, mir scheißegal. Es hat natürlich nichts funktioniert, ne? Da war nicht so. Da ging noch gar nichts. Da war ich ja, da geht ja auch immer noch nichts. Das ist ja noch krasser. Digga, frag Michelle, die weiß es am besten. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein. Christina, ich liebe dich, Christina. Und jetzt halt's Maul, Digga. Tschüss. Oh, Vio ruft mich an. Wer ist denn Vio, Mann? Christina. Tschüss. Komplette Familie ist mit drin. Yes, I out of eyes trying to put me on a T-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm a racer.